einen schönen Abend oder wenn du später die Botschaft hörst, Mittag, Nachmittag, Vormittag. Ja, schön, dass du da bist. Hier ist Pastor Raffaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich freue mich, dass du da bist, dabei bist. Und wir machen heute weiter mit der Serie über Israel, unser Vorbild. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass wir heilig sind. Mose war im zweiten Mose, da war Mose beim brennenden Dornbusch, wo Gott selber da war. Und er sagt, hey Mose, zieh deine Schuhe aus, wo du stehst, da ist ein heiliger Boden. Und später haben das die Pharisäer auch gesagt, dieser Ort ist heilig. Aber es sind nicht die Orte eben heilig, sondern wo Gott ist, da ist ein heiliger Ort. Und jetzt ist es eben so, das haben wir uns angeschaut, dass wir heilig sind, weil unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind durch das, was Jesus getan hat, sind wir heilig. Und wir sind jetzt in einem Prozess der Umwandlung, eben der Heiligung, Heiligung abgesondert sein und eben wir, ja, dass wir in unserem ganzen Wandel, in unserem Sein auch heilig sind. Und das war so schön, wir haben das gesehen, Gott macht es durch sein Wort, dass er in uns das bewirkt. Genau, und so ermutige ich dich einfach weiter, ja, dran zu bleiben, die Botschaften zu hören, um dass wir immer mehr verändert werden. Ja, und heute machen wir weiter und ich bete noch. Vater, ich danke dir. Ich danke dir und wir kommen im Namen von Jesus zu dir und wir bitten dich, dass du uns jetzt den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst, um zu hören und für mich zum Reden, damit dein Wort rausgeht, damit dein Wort in Erweisung des Geistes rausgeht und dass du das sagst zu deinen Heiligen, zu deinen Kindern, zu deinem Volk, was du sagen möchtest. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Ja, dann kannst du mit mir die Bibel aufschlagen und zwar im 2. Mose. 2. Mose 3. 2. Mose 3 und da lesen wir ab Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie in dieses Land zu führen. Ein gutes und weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter. Ja, ich möchte es nochmal wiederholen. Ägypten ist ein Bild für die Welt, der Pharao ist ein Bild für den Teufel und die Wüste, das ist ein Bild für Seele und das verheißene Land, das sind dann eben ja die Verheißungen. Genau, und eben in der Wüste, also es heißt eben, Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele und wenn unsere Seele das erfasst hat, einfach, dann können wir ja da reingehen. Genau, und ich finde es so, auch so schön, wie Gott hier sagt, ich kenne das Elend meines Volkes. Ich habe davon gehört und ich kenne ihre Schmerzen. Und er möchte sie erretten aus der Hand eben des Teufels, was er ja gemacht hat durch Jesus Christus. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich des Teufels. Das steht im Kolosserbrief 1 und versetzt
in des Landes Sohnes seiner Liebe. Halleluja. So, und dann eben, um sie in ein weites Land, in ein Land zu führen, wo Milch und Honig wächst. Und das ist so schön einfach, Milch und Honig, da heißt, ich habe gesagt wächst, ne? Das meine ich aber nicht, Honig und Milch wachsen ja nicht, sondern das fließt, also wo Milch und Honig fließt. Und das ist so schön, weil da sieht man schon eben, es fließt. Und Jesus hat es auch gesagt im Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss, also wieder was Fließendes habt. Und ja, wo viel Honig ist, das ist auch ein Hinweis drauf, dass viele Bienen da sind, viele blühende Pflanzen. Ist so schön, wenn ich von meinem einen Balkon schaue, da hat jemand so als Vorgärtchen, da sind ganz viele Blumen gesät. Und auch bei mir am Balkon, ich habe hier und da blühende Blumen und man kann da sich, also ich freue mich dran, wenn ich dann sehe, wie die Bienchen kommen und dann eben die Blüten bestäuben. Ja, und der Honig, also man kann eben eingedickten Saft von Trauben oder Feigen, Datteln oder eben Bienenhonig, das war vor Christus schon einfach ein Süßungsmittel und das einzige Süßungsmittel. Ja, und da kann man einfach auch sehen, wo eben viel Honig, da gibt's viele Bienen, viele blühende Pflanzen und dementsprechend eben eine üppige Vegetation. Genau, und das ist eben, ja, das zeigt einfach für ein kultiviertes Land mit Bienenzucht. Und bei Milch ist es eben Milch, das war auch vor Christus, da hatten sie eben das einzige haltbare Lebensmittel, das war Joghurt, also von der Milch eben, und dann eben auch Butter, und das waren Grundnahrungsmittel. Und wo eben Milch auch, das sind, man kann sagen, das ist ein Hinweis auf milchgebende Haustiere, und da ist wieder Fruchtbarkeit. Und Milch ist eben ja eigentlich für kurze Zeit noch haltbar, aber man kann eben haltbare Lebensmittel draus machen. Wow. Und da kann man eben sehen, dass der Überfluss an Milch und Honig, das ist für Üppigkeit, für Wohlstand und eben dieses Fließen, Überfließen, das ist einfach, das kann man eben nicht zählen, Flüssigkeiten kann man nicht so zählen eben, und das ist eben Überfluss an diesen Nahrungsmitteln, das ist in zu Zeiten oder auch Gegenden, wo sie einfach Hunger nicht kennen, wo einfach satt sein, das ist, ja, satt zu sein ist auch wie, ja, wie so ein Traum, an einem sorglosen Ort zu leben. Und es gibt noch eine interessante Bibelstelle, wo Milch auch ein Bild ist für Überfluss, und zwar im Jesaja 60,16. Und da wird verheißen, dass Israel die Milch der Völker zu trinken. Das heißt wiederum eben, ihre Schätze zu genießen. Findet man dann auch später, wenn sie ausziehen, dass sie mit Gold und mit Silber ausziehen, eben, also schon auf den Weg dorthin bekommen sie eben Reichtümer mit. Und
Das ist eben was Gott möchte, eben ja auch woanders heißt, uns an sorglose Ruheorte zu bringen. Eben, das ist, was er möchte, dass wir in diesem guten Land, wo es eben fließt. Halleluja. Und auf dem Weg dorthin, also Gott hat eben gesagt, ich will sie dahin bringen und rausholen. Und im Vers 10, da lesen wir weiter, da sagt der Herr zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen, dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein, und dies soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Also Gott hat einen Plan, er braucht einen Menschen dazu, das hat er immer so gemacht, das finden wir die ganze Bibel durch, dass er sich Menschen auserwählt und in dem Fall hat er sich den Mose auserwählt. Mose sagt, ich, wer bin ich denn? Also irgendwo hat er ja vorher schon in sich drin gewusst, das haben wir uns ja angeschaut, aber jetzt sagt er eben so, ich soll die rausführen, wer bin ich denn, dass ich das machen könnte? Und was da eben auffällig ist, er schaut auf sich. Also, wie kann ich, könnte ich das tun? Und Gott gibt ihm eine gute Antwort. Er sagt, ich will mit dir sein. Und das soll das Zeichen sein. Und das ist ein wichtiger Punkt auch für uns heute, dass wir, ja, wir können aus uns heraus gar nichts tun, aber das ist ja eben die Botschaft eben, dass er in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass er in uns diese Werke tut, dass eben er aus uns heraus handeln kann. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und da schauen wir uns noch eine Stelle an, und zwar im Richter 6, im Vers 15, genau. Er aber sprach zu ihm, ach Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste im Manasse, und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Und dann schauen wir uns noch eine andere Stelle an, und zwar im Jeremia 1. Jeremia 1, da beruft der Herr Jeremia, gibt ihm einen Auftrag und er antwortet ihm im Vers 6. Da sagt er, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich senden werde, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an. Der Herr sprach, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wenn wir aus dem Verstand raus, dann ist es aus uns heraus, aus der Seele heraus. Aber wenn wir aus dem Geist heraus Worte nehmen, die der Herr uns gibt, und ich habe das oft, dann sage ich irgendwas, und wo ich mir dann danach wieder gedacht habe, was habe ich denn jetzt wieder gesagt oder so? Und dann habe ich was gesagt, wo jemanden überführt wurde oder einfach
wo jemand kommt und sagt, das war für mich. Und bei mir war es so, bevor ich das Predigen angefangen habe und wie ich das erste Mal, dann denkt man ja sowas, oh, ich kann das doch nicht, ich. Aber eben, das kann man wirklich ablegen, dass man sagt, eben nicht mehr ich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, Herr, wenn du dich blamieren willst. Und also ich will einfach glauben, dass der Herr mir die Worte gibt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht gut vorbereite, dass ich studiere. Na, ich höre das auch oft, dass manche so, na ja, schauen wir mal, was dann rauskommt. Ich habe das vom T.L. Osborne gelernt. Der hat gesagt, sei immer gut vorbereitet. Und ich bin gut vorbereitet, aber ich denke mir trotzdem nicht alles aus, was ich sage, sondern gebe dem Heiligen Geist Raum, dass er dann durch mich reden kann, dass er das sagt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben immer mehr uns verlieren und uns in ihm wiederfinden. Genau. Da gibt's einen lustigen Witz, den erzähle ich euch kurz. Und da spielt jemand Klavier und jemand anders sagt, oh, du hast aber schön gespielt. Und dann sagt die Person, das ist nur der Herr, das ist nur der Herr in mir. Und dann sagt der andere, naja, so gut war's dann doch wieder nicht. Ja, Spaß beiseite. Ich zeige euch noch eine andere Stelle, und zwar im Neuen Testament. Im 2. Korinther. 2. Korinther 3. Da heißt es im Vers 5, nicht, dass wir von uns selber austüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Wow. Gott gibt uns eben auch die Kraft, auch manchmal Dinge zu leisten, die vielleicht im Natürlichen nicht so einfach sind. Gott in uns tut diese Werke. Wow. Und dann gehen wir wieder zurück zum Mose. 2. Mose 3, wo wir angefangen haben, weiterzumachen. Gott sprach, ich will mit dir sein und das soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Haben wir im Neuen Testament auch eine Stelle, wo die Schwiegermutter von Petrus geheilt wurde. Sie wurde geheilt und danach diente sie ihm. Das ist eigentlich auch ein Ziel, wo Gott einfach uns befreit, heilt, um dann für andere wieder ein Segen zu sein, um ihn zu dienen und nimmer der Welt. Das ist ein wichtiger Punkt auch. Und dann sagt er auch, ja, was soll ich denn sagen? Wer mich gesandt hat, was soll ich ihnen sagen im Vers 13? Und Gott sprach zu Mose, Vers 14, ich bin der, der ich bin. Das ist der große I am, ich bin unser Gott. Und ja, dann gehen wir weiter, und zwar im Vers 17, da sagt er noch einmal, zählt er die ganzen Iter auf und sagt wieder, in dem Milch und Honig fließt, in dem Land. Da habe ich auch aus meiner Fußnote stehen, das Land, und wo überströmend Milch und Honig hervorbringt. Halleluja. Ja, wenn sie dann auf dich hören und so weiter, da springen wir ein bisschen weiter. Er sagt dann auch im Vers 19, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird.
Auch nicht durch eine starke Hand, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit meinen Wundertaten. Sagt es mal, Wundertaten. Sagt er im Markus auch, ich bestätige mein Wort mit Zeichen und Wunder. Sie gingen hinaus, ne, Markus 16, und der Herr wirkte mit ihnen. Er wirkt mit ihnen, er bestätigt sein Wort mit Zeichen und mit Wundern. Und das ist ein wichtiger Punkt heutzutage. Überall, wo das Wort gepredigt wird, da sollen Zeichen und Wunder hervorkommen. Halleluja. Und ich preise Gott dafür. Wir haben Wunder gesehen. Und nicht nur, weil wir jetzt gierig auf Wunder sind, sondern weil Gott die Liebe ist, wir die Liebe in uns haben. Und wenn wir Heilungswunder erleben, das ist was richtig Schönes, weil wir uns freuen, wenn es jedem gut geht. Ja, auch Wunder über beschützt sein und da so viele Wunder, die wir erleben, und das ist unser Gott, der Wunder. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Durch Wunder wird er sie gehen lassen. Und dann weiter, ihr müsst nicht leer ausziehen, ich werde euch Gunst verschaffen, dass ihr nicht leer ausziehen müsst, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Halleluja. Und vielleicht sagst du, was berauben? Das ist insofern ihr gutes Recht, weil die ganzen Jahre, wo sie für Hungerlöhne versklavt worden sind, das ist eben, ich sag mal, ihr berechtigter Lohn, und den dürfen sie mitnehmen. Das sagt Gott. Halleluja. Dann gehen wir weiter ins Kapitel 4. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben. Ich weiß nicht, was da in der Wüste passiert ist, aber er hat da auf einmal ein anderes Bild bekommen. Irgendwie, er sagt, ne, wer bin ich? Sie werden mir nicht glauben, sie werden nicht auf mich hören. Er hat eigentlich wahrscheinlich gar keine Lust darauf. Steht auch als Überschrift, Moses widerstreben gegen Gottes Auftrag. Auch im Vers 10, also 2. Mose 4, Vers 10, da sagt Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Bitte was? Das sagt Mose zum Herrn. Wir haben in den letzten Kapiteln gelesen, und da gehen wir jetzt auch mal hin, und zwar zur Apostelgeschichte. Ich glaube, 7 ist es. Apostelgeschichte. Genau. Apostelgeschichte 7, und zwar im Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet, und er war mächtig in Worten und Werken. Er war mächtig in Worten und Werken. Und hier heißt es jetzt, dass er sagt, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich glaube, dass in der Wüste, dass er demütig wurde, dass er, ich sag mal, auch das abgelegt hat. Und es heißt auch, die Weisheit der Welt will Gott zunichte machen. Er war ja in Weisheit der Welt gelehrt worden. Und da finden wir im Neuen Testament einige Stellen, wo es eben auch heißt, ich will
das Weise der Welt zunichte machen, um sich zu verherrlichen. Und ja, das haben wir hier im Fall von Mose. Und er hat aber trotzdem keine Lust. Und irgendwann wird auch der Herr zornig. Das finden wir im Vers 14. Da wurde der Herr zornig über Mose und sprach. Ne? Er hat dann sogar gesagt, ich gebe dir einen Bruder, der kann reden. Und jetzt hör mal auf mich. Haben wir neulich auch in der mit der Königin Esther, wo es auch geheißen hat, also wenn du nicht willst, wenn du deinen Auftrag nicht machst, wozu ich dich berufen habe, dann wird ein anderer kommen, aber du und dein Haus werden untergehen. Also wir können eigentlich nicht von Gott erwarten, Herr, segne mich, mach dies, mach das für mich, aber das, was er von uns erwartet, nicht tun. Das, so läuft's einfach nicht. Und hier hilft er ihm, er sagt ihm eben, okay, was hast du denn in deiner Hand? Und dann sagt Mose, ich habe einen Stab in der Hand. Und Mose hatte quasi seinen Hirtenstab, er hatte den Pastorenstab und Mose sollte ja eben sowas werden, wie ein Pastor für das ganze Volk, um sie zu führen, um sie zu leiten. Und der Hürdenstab, das ist auch ein Zeichen eben von Gottes verlängernden Arm und eben Autorität. Und da gehen wir mal zum Psalm 110. Da haben wir auch einen Vers. Im Vers 2, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und das ist, was Gott gegeben hat. Er hat uns Autorität gegeben. Er hat gesagt, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Er hat gesagt, sie werden Schlangen aufheben. Und Schlange ist immer das Zeichen für einen Teufel. Und hier ist es auch so, er sprach, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde, den Stab, und da wurde er zu einer Schlange. Ich habe mal nachgeschaut, weil in Ägypten, wenn man so die Bilder anschaut auf ihren sind es Kronen oder von den Pharaonen, die haben immer oben an der Stirn das Zeichen der Schlange. Und das ist in Ägypten ein Symbol. Und die Schlange, das wissen wir ja, das steht für Satan. Und Mose war ja vom Satan, vom Pharao, geflohen, also in dem Fall repräsentiert der Pharao den Satan, und er floh von ihr. Er floh auch von der Schlange, heißt hier im Vers 3, Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, weil Schlangen, wie man die denn anpackt, man sollte sie eigentlich nicht beim Schwanz anpacken, da kann sie einem leichter beißen, sondern man sollte sie, wenn dann überhaupt, beim Kopf packen. Aber mir ist dann auch sofort ein Vers eingefallen, wir sind das Haupt und nicht der Schwanz. Halleluja. Und wir haben Autorität, und in dem Fall hat Mose Autorität über die Schlange, und das ist was eben Jesus uns gegeben hat, und das schauen wir uns an im Markus 16. Markus 16, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schlangen werden sie aufheben.
In der Apostelgeschichte heißt es auch, dass Jesus von Nazareth, er ging umher, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir wissen müssen, dass wir gegen das Böse Autorität haben. Und jetzt zum Beispiel eben im Fall von Krankheit oder einfach im Jakobusbrief heißt es, lasst euch nicht täuschen. Alles Gute kommt vom Vater und der Lichter, also von Gott. Und alles Böse kommt nicht von Gott. Es kommt nicht von Gott. Und das ist so, ich sag mal, der Teufel möchte immer einen weiß machen, dass es ihn nicht gibt. Das ist ein guter Trick, weil dann kämpft man auch nicht gegen ihn. Und so kann er auch nicht besiegt werden. Aber schaut euch mal ein Virus zum Beispiel an. Schaut euch einen Virus an, wenn durchs Mikroskop. Also das schaut schon ziemlich böse aus. Und hinter all dem ist aber immer ein Geist dahinter. Es ist überall, alles was lebt, hat einen Geist. Und wenn wir diesen Geist austreiben, dann muss eben zum Beispiel auch so ein Virus absterben. Und das ist, wo wir die Vollmacht bekommen haben. In meinem Namen werden sie Dämonen und Schlangen und Ottern, all das, was die Dämonen und Satan repräsentiert. Wir haben durch Jesus Christus die Vollmacht bekommen. Und Paulus hat es von sich gewusst. Er hat gesagt, na, wo die Dämonen sogar gesagt haben, den Paulus kenne ich. Und das ist es einfach, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben und diese uns von Gott gegebene Autorität anwenden können. Und ich sehe, dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist. Es war ja voll schön, zu kurz, aber ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wir machen weiter, gehen vorwärts und Vater, ich danke dir für dein mächtiges Wort und für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen.